Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute dieses Pappbilderbuch für Kinder ab 18 Monate vorstellen. Es ist ein Band aus der Ravensburger Reihe meiner allerersten Minutengeschichten zu dem Thema Wir fahren in den Urlaub, und die Geschichten erzählt uns Ursel Schäffler. Es umfasst 24 Seiten und kostet 6,99 €. Die Illustrationen stammen von Marlies Scharf-Kniemeyer. In der Reihe meiner allerersten Minutengeschichten erzählt immer ein Autor zu einem Thema so 11, 12 Geschichten, die sich, also eine Kurzgeschichte, wirklich, die ab beim Vorlesen ein, zwei Minuten dauert, und dazu gibt es dann auch ein großes Bild. Und Ursel Schäffler hat den Band zu dem Wir fahren in Urlaub übernommen, und wir finden hier drin 11 Geschichten, und ihre Auswahl ist ganz modern. Also es geht querbeet, was Urlaub sein kann. Also ganz klassisch an der Ostsee oder auf dem Bauernhof oder beim Zelten. Aber es geht zum Beispiel, gibt es eine Geschichte, wo zwei Kinder zu ihren Großeltern in die Türkei fahren. Oder hier mit dem Schiff. Oder auch der Winter ist dabei. Eine Geschichte handelt zum Beispiel auch von einem Mädchen, deren Eltern geschieden sind, und sie verbringt ihre Urlaube und freie Tage bei ihrem Papa. Und da spazieren die im Regen. Die Erzählweise ist wunderbar. Also die Geschichten sind nicht immer länger als so eine halbe Seite, umfasst wirklich diese Aufmerksamkeitsspanne, die die Kinder so mit einem Jahr 18 Monate haben, und sind kurze Sätze, klare Sätze. Es werden Themen genommen, die die Kinder interessieren, also zum Beispiel Bauernhof und Tiere, oder was sie auch selbst erlebt haben, so vielleicht ein Strandurlaub mit Burgen bauen und Sandkasten und oder Rodeln. Und es wird auch ganz viel immer mit Dialog gearbeitet. Das macht das Vorlesen natürlich einfacher, und auch kann man das besser gestalten. Ich gebe mal eine Leseprobe mit aus der Geschichte Tim und die Sandburg. Tim und Emma fahren mit ihrer Mama an die Ostsee. Die Kinder wollen gleich an den Strand. Schaut mal, das ist unser Strandkorb, sagt Mama. Der gehört uns jetzt für eine Woche. Tim und Emma sind begeistert. Der Strandkorb ist wie ein kleines Haus direkt am Meer. Komm, wir bauen eine Burg, ruft Tim. Aber Emma möchte lieber bei Mama bleiben und Sandkuchen backen. Tim baut mit zwei anderen Jungen eine riesige Sandburg. Richtig toll sieht sie aus. Aber dann kommt die Flut. Die Wellen spülen die schöne Burg weg. Macht nichts, sagt Tim, morgen bauen wir eine neue. Und ich helfe dir, sagt Emma. Also, kurze Anmerkung, hier gibt es irgendwie so einen kleinen Fehler, weil so eine Flut, so eine richtige Flut, die sowas, eine Sandburg wegspülen kann, wenn sie nicht direkt am Wasser gebaut ist, gibt es an der Ostsee nicht. Also hier ist irgendwie so ein kleiner Fehler drin. Aber ungeachtet dessen, man merkt einfach an der Geschichte, die sind in sich geschlossen, auch wenn sie so klein sind. Sie nehmen das auf, was die Kinder erlebt haben, sind plastisch geschrieben, mit sehr viel Lautmalereien auch an den späteren Geschichten, und lassen sich einfach gut vorlesen. Es ist wirklich von guter bewährter Qualität hier. Ebenso die Illustration von Maries Scharf-Kniemeyer. Immer so anderthalb Seiten nimmt sie ein, und sie zeigen eine Schlüsselszene. Sie hat ganz viel mit den drei Ebenen gearbeitet, mit Perspektivebenen, also Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Das ist dadurch entsteht eine Räumlichkeit. Es gibt nicht zu viele Details, aber alles ist sehr gut erkennbar, schöne Farben, groß genug, dass die Kinder auch gut erkennen können, also nicht irgendwie kleines, sehr realistisch, also eine realistische Darstellung, und die Kinder können genau benennen, was da zu sehen ist. Wie zum Beispiel hier das Zelt, und da wird gut die Nacht dargestellt. Also ein sehr guter Band wieder aus dieser Reihe. Die Reihe allgemein empfehle ich sehr gerne. Also die sind wirklich gut gemacht, die Bände. Und ja, kostet wie gesagt 6,99 €. Ein wirklich guter Preis.
Und die sind auch stabil, also die Kinder können damit gut anfangen, selber halten, sich das auch selber angucken durch die durch das großen Bilder. Da sehen die sofort, was jetzt hier los ist und können sozusagen selber das lesen. Ich bin da begeistert von diesem Buch. 5 von 5 Sternen ist meine Bewertung. Die komplette Rezension verlinke ich wieder in die Infobox. Unten auch alle Informationen zu dem Buch. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Buch oder mit einem anderen Kinderbuch. Wir sehen und hören uns das nächste Mal. Ihre Wenke Bönisch.